Na gut, dann nicht. Dann eben auf die harte Tour. We've got targets on us. Ich sag doch, auf die harte Tour. Wenn die unbedingt wollen, dann eben so. Die sind nicht wirklich, also die hängen zu sehr an ihren Vorschriften. So, und wir müssen hier... Ja, wir müssen dich mal kurz einfangen. Ich bin kein Mörder, naja. Ja, das stimmt. Dann auf die harte Tour, wie gesagt. Immer auf die harte Tour in diesem Fall. Es geht ja nicht anders. Die wollen hier alle nicht. Disabling her engines. So ist er denn da. Muss mal kurz ein bisschen schießen und zielen und. Come on, field's too dense. I can't get a clear shot. Mist. We'll have to force her out. Worauf schießen wir denn nun? Das ist aber auch fies. Jetzt musste sie den Kurs ändern. Oh oh. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe sie erwischt. Watch yourself. She may be incapacitated, but she's still dangerous. Ja, das war klar. Okay, ein kleiner Raumspaziergang. Warum auch nicht? Ich bin dabei. So, perfekt angedockt. Und jetzt? Blöde Idee. Nein, wir holen dich. Oh mein Gott. Nebula! Stop the dramatics. Das habe ich auch gedacht. Kein Drama, bitte. No idea what it's like to lose the person who created you. Who gave your life purpose. Doch. Seine Mutter ist ja verstorben. Your sister's being difficult, Gamora. She's throwing herself a real pity party. There's gotta be an emergency release on here somewhere. Hat den Chip noch? Oh. Oder er zieht einfach am Hebel. Der Gute. Das ist aber nicht nett. Autsch. Okay, das hat sie wohl ein bisschen bewusstlos werden lassen. Okay, sie ist ein Cyborg, eindeutig. Also stark überarbeitet. Den Arm schrauben wir später wieder an, aber trotzdem empfindet sie noch Schmerzen, auch wenn der Arm kaputt geht. Eieiei. Aber wir haben sie, mehr oder weniger. Und unser nicht vorhandener Waschbär wird das nachher reparieren, wenn wir ihn wieder eingefangen haben. Irgendwie. When I get out of these chains. Yeah, I don't see that happening anytime soon. We got her. Yeah, we did. Das kam cool. We can get her to talk after she cools down for a bit. Now, can we get my ship back from that furball friend of yours? Yeah. We'll need the relic so Nebula can translate it. Yeah, you know. We're going after Rocket. Just hope he's still there. Better not wreck my ship. Hoffentlich hat er noch niemanden wiederbelebt. Wen auch immer er beleben will. Da mache ich mir ehrlich gesagt mehr Sorgen. Nicht wahr, Groot? Hey, Groot. I am Groot. Ja. Well, I'm gonna, go. Now. I am Groot. Super. Danke für dieses wirklich gute Gespräch. Er ist wie immer sehr, sehr gesprächig. Aber er scheint sich beruhigt zu haben, weil wir ja jetzt dann Rocket suchen und Drax. Hey Drax.
Hast du auch eine Meinung? How's our new friend? You use the term friend far too loosely. The cyborg is very quiet, but do not worry. She is secure. Das war ja auch nicht ganz ernst gemeint. Freund. Freund in Anführungszeichen. Ein wenig sarkastisch dargestellt. Ich gucke nochmal in sein Zimmer, ob da was Neues passiert ist. Aber ich glaube... Huch. Rocket, wir müssen reden. Mal gucken. Hey Rocket, we need to talk. Rocket's not here right now, because Pete's being a jackass. Leave a message at the... I know you're there, Rocket. Beep. Das war ja cool. Okay, er ist aber noch angegangen. Naja, wenigstens etwas. Es gibt hier in dem All gibt's keine Anrufbeantworter. Tut mir leid, die wurden in der Zukunft oder später eigentlich in der Gegenwart abgeschafft. Aber im Weltall gibt's die halt nicht. So, was haben wir denn hier noch? Also mich wundert ein bisschen gerade. Gamora und Co. sind gerade nicht hier. Okay, wenn die nicht hier sind, vielleicht sind die oben. Wir gehen mal nach oben. Die Brücke, die betreten wir mal schwungvoll. Hallo, Leute. Peter. What's up? I know this hasn't been easy for you. What with Nebula and Rocket, the Eternity Forge. You dying and coming back to life. I just... You know you can talk to me, right? If anything's bothering you. Ja, das wissen wir. Mir geht's super. Es könnte schlimmer sein. Alle wirken aufgebracht. Genau. Nur ich nicht. I'm more worried for everyone else. I mean, Rocket. You. Rocket and I will sort out our differences later. We always do. Please don't brush this off. You don't need to bottle everything up. I hope you know that I'm always here for you. No matter what. Das wissen wir doch. Deswegen arbeiten wir doch auch an der Freundschaft zwischen den beiden. Sehr schön. Okay, die haben mal... Na, Kollege, wir gehen gleich dein Schiff suchen. You better hope nothing happens to my ship, boy. Or I'll be skinning your furry friend alive. Ja, mach das. And I'm keeping an eye on you till then. Ja, klar. Er droht gerne, ne? Wir erinnern uns, als er uns als Kind mitgenommen hat, hat er ja irgendwie erzählt, komm mit oder ich werde dich essen oder sowas. Also deswegen, das sind nur leere, hohle Phrasen, die er da von sich gibt. Ich mache mir da keine Sorgen. So, Nebula. Looks like she's sticking around for a bit until we can get her to talk at least. You doing all right? Yeah. This will be good, right? We can sort everything out. Clear the air. At least I hope. I'll talk to you later. Das werden wir. So, ich gehe nochmal kurz runter, bevor ich die Konsole benutze. Mit Nebula konnte ich nicht reden, oder? Das will ich nochmal ganz kurz nachgucken. Nicht, dass ich jetzt ein Gespräch vergesse oder nicht mitbekomme. Deswegen lasst mich mal ganz kurz nochmal gucken, komme ich... Also hier hinten ist Drax, mit dem kann ich auch nicht mehr reden. Und dann haben wir nur den Kassettenrekorder. Okay, also mit Nebula können wir noch nicht reden. Sie soll sich ja auch noch ein bisschen beruhigen. Ach, hier unten ist der Maschinenraum. Wartet mal. Na gut, dass ich nochmal runtergegangen bin, aber ich denke mal, da unten wird nichts sein, oder? Also, wäre jetzt merkwürdig. Huch, hier geht's weiter. Ach. Plunder. Wait. Shouldn't these parts be in the ship or something? Okay, weil vorher stand Groot hier davor, deswegen kamen wir hier nicht rein. Und irgendwas geht auf dem Schiff noch vor. Was wir nicht genau wissen, aber egal. Gut, kleiner Ausflug, unwichtiger Ausflug, wenn ich das mal so sagen darf. Hier unten ist momentan nichts Interessantes für uns. Und deswegen gehe ich jetzt auf die Brücke, schnurstracks geradeaus, ja, auf die Brücke und werde dann das Schiff, ja, weiterfliegen lassen, damit wir Rocket einsammeln, wo auch immer der sich gerade auf dem Planeten da befindet, wo er hin wollte.
Und zwar zur Halbwelt. Wir reisen zur Halbwelt und holen Rocket und das Schiff und überhaupt. Wir holen alles. Und das Artefakt. Ihr kennt das ja. Heads up, everyone. We're going after Rocket. Finally! Okay, es ist interessant gemacht. Wahrscheinlich kann man die Sachen auch in unterschiedlichen Reihenfolgen spielen. Also erst Rocket holen und dann Nebula jagen. Und deswegen auch diese Art von, ich sag jetzt mal, Chapter in dem Kapitel. Halbwelt, verlassenes Labor. Okay, wir reisen zum verlassenen Labor. Rocket. Wurde er hier erschaffen? Zusammen mit einer Freundin? Oder so? Rocket, let me help you. You had your chance. Just back off. Okay, jetzt sehen wir also seine Vision. Subject seems to be responding well to the program. Vital signs are good. Still no rejection of the artificial vertebrae or neural implants. The only one who wasn't a total failure. Everything rests on you, my little friend. Ich habe mich immer gefragt, wie er entstanden ist. Also er ist wirklich ein Versuchstier gewesen, okay? Rocket. You okay? I heard you screaming in there. These walls aren't exactly soundproof. That guy. Ugh, just want to bite him in his stupid little face. Tried that once. It did not end well. Tasted terrible too. So, did you get it? You mean this? Wait, it's the right one, isn't it? Yeah, that's it. Once that computer's finished, we can finally break out of here. Advanced security. Supposedly unhackable blast doors. Piece of cake, right? You sound worried. Hey, you can do this. Just stick to the plan. It's gonna work. Es egomane. I won't let you down, Lila. I know. Ne, deswegen, ich gebe ein bisschen andere Antworten als bei Peter. Catch. Ich würde immer gerne was anderes antworten, aber... Nice. You're making this look way too easy. Okay, das war jetzt wirklich Glück, dass ich das noch erwischt habe. Designed by yours truly. Okay. Moment of truth. Go ahead and hook it up to the underside. Irgendwie ist sie intelligenter als er, oder? Stupid piece of junk. Beziehungsweise technisch begabter. You know your ear twitches when you're frustrated, right? It's cute. Oh yeah? You're cute. I meant that as an insult. I'm so offended. Ach ja. Why do you keep doing that with your face? It's called smiling. You should try it sometime. Happy? Oh Gott, nein, lieber nicht. Okay, die beiden sind eigentlich ein nettes Paar. Aber sie hat's ja nicht geschafft, das wissen wir ja schon. Now, all I need is a display and we're in business. So, dann reißen wir mal hier was ab.
Herzlichen Dank. Hoffentlich löst das keinen Alarm aus oder sowas. Und dann kommen wir auch aus unserem Gefängnis raus. Und wahrscheinlich wird sie dabei umgebracht bei der Flucht. Die Tiere waren zu intelligent. Die Frage ist nur, warum man solche intelligenten Tiere überhaupt erschaffen hat. I keep having that dream. Still? I'm outside again, in the fresh air somewhere. It's warm, bright. Can't hear a thing except the river rushing by. It felt so real. I can barely remember. It's been so long. Er hat vor, dich zu töten. Wir warnen sie. Weil sie ist das fehlgeleitete Experiment. They're gonna put you down. No. I won't let them. We have to get these cages open. There should be a hallway just outside that door. From there we make a break for the main entrance. When I get out, I'm gonna find that place. And I want you to come with me. We'll find the river. Das tun wir. I know it's gotta be out there. Will you come with me? Ich bin dabei. I'm going wherever you're going, lady. We'll find home somewhere. Oh nein, nicht gut. Da kommt der Verrückte. Hier. Das Bett. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Aber der verrückte Wissenschaftler. Subject 89P14. Still no progress. Begin prepping lethal injection. Das geht aber schnell. Rocket. I can't. Wenn nicht zulassen, dass dir etwas geschieht. Wir müssen jetzt ausbrechen. Rocket. Lila! Mist. Das geht aber schnell. Und los. Was? Oh, das war Glück. Es hat geklappt. Aber das war wirklich Glück. Ey, aua. Unfair. Ich bin doch nur ein Waschbär, Kleiner. Okay. Komm. Zerstör das Ding. Aber es ist zu spät, oder? Es muss ja nur ein Pieks sein. Oh, nee. Sie lebt noch. Sehr gut. Wir hauen ab. Aber jetzt müssen wir durch die Tür. Die Frage ist nur wie. Und ich hoffe, ich werde die Quicktime-Events nicht falsch machen. Geht nach oben. Durch die Tür. Genau. Actionreich. Komm schon, ja, wo lang nun? Oh, sie kann nicht. Sie ist getroffen worden. Lethal injection. Oh nein. Thought maybe I'd make it. Slower than I thought. Bist du sicher? Are you sure they got you? Maybe it's just a scratch or something. I was there, Rocket. I know what it is. There you are. Kill them. Ja, tötet ihn. Das wäre die Alternative. I'll create a distraction. Buy you time to get out. Tja. Cause a little chaos before it kicks in for good. I might as well try to take a few of them down with me, right? Ja, gute Idee. Leb wohl. They'll be sorry for what they did to us. Wird dich nicht sterben lassen. No, no, you're not dying. I won't let this happen. Please. Don't make this any worse than it has to be. Na gut. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Wir müssen abhauen und sie zurücklassen. Wir kennen das Ende ja schon. Das Ende ist, sie stirbt. Leider. Okay, der tödliche Kampf gegen die schließende Tür. To get out.
Ja, ich gehe ja schon. I'm not asking you again. Wir tragen sie raus. Er ist stur. Run. Come on. We're getting out of here. Both of us. Rocket, please. I've got you. Layla wird sich daran erinnern. Ja, wie lang nur? Ganz ehrlich, wie lang? Und wir kommen raus, keine Sorge. Dramatische Szene und so weiter, aber wir kommen trotzdem raus, weil Rocket war in der ersten Episode nicht mehr in dem Labor. Wir kommen raus.